Da kennen sie nur die Missionarstellung. Neulich hatte ich mal Foxtrot-Stunde, da habe ich eine deutsche Dogge kennengelernt. Ein bisschen stämmig gebaut, aber ein sehr zartes Näschen. Frank, das finde ich jetzt ziemlich unappetitlich, ehrlich. Okay, okay. Gut, ich schlage vor, wir machen es auf die gute Bulle-Böser-Bulle-Tour. Du verhörst den Zeugen und ich knurre. Oh nein, warte mal. Wie wär's, wenn wir die gute Bulle-Blöde-Töle-Nummer machen und du hörst einfach die Schnauze? Alles klar, Partner. Totales Schweigen. Keinen Moser, kein Tönchen trinkt über meine Letzten. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Phosphorspuren auf Wand und Boden. Wir haben Agent M Proben zur Analyse geschickt. Hey Jay, 0,0% Körperfett. Ich fand's lustig. Sie brauchen einen Partner. Es läuft auch ohne. Den Job übernehme ich. Jay, warte. Ich bin dankbar für diese Chance. Als Laufbursche wäre ich langsam verblödet. Anzug aus. Gebunkt, Partner, no problemo. Wollte nur die Optik wahren. Aber eins musst du zugeben. Schwarz streckt gewaltig. Nicht, dass ich mit dem zarten Geschlecht Schwierigkeiten hätte oder so. Aber wenn es dann zur Sache geht, dann... Boah, cooler Schlitten. Äußerst nobel. Sitz Heizung. Manchmal kriege ich davon so kleine Hitzepickel. Jetzt bist du wieder da. Vom Hall kamst du. Hier angebraust. Und wenn du mich jetzt ehrlich fragst, dann siehst du recht verknittert aus. Das Schloss hätte ich längst ausgetauscht, den Schlüssel von dir einkassiert. Wer hätte denn gedacht, dass mir im Leben sowas mal passiert? Drum geh. Da ist die Tür. Frank! Entweder du bewegst deinen Mopskopf Richtung Polster oder ich kurbel ihn dir rein. Überredet. Frank! Ist was?